Herzlich willkommen zu diesem neuen Abenteuer. Ja, auf meinem Kanal graben wir immer wieder ein paar unglaubliche Sachen aus. So auch heute. Ihr kennt die Stadt Chicago, bin ich mir sicher. Aber wusstet ihr, dass sie früher einen völlig anderen Namen gehabt hat? Einen Namen, der auf alten Karten aus dem 17. Jahrhundert zu sehen ist? Aber das wisst ihr bereits auch, nehme ich an. Was jedoch wirklich faszinierend ist, die Deutschen hatten bereits damals Kenntnis von diesem Geheimnis. War Chilaga die geheimnisvolle weiße Stadt von Chicagos Weltausstellung? Ja, als erstes gibt es ein paar Eckdaten zur Weltausstellung in Chicago. Ich lasse ein paar Bilder im Hintergrund laufen, im Kontrast dazu. Da kann man jeder für sich selber feststellen, wie realitätsnah die Eckdaten waren. Ja, also es gab insgesamt 200 Gebäude auf dem Ausstellungsgelände. Die Vorbereitung für die Weltausstellung begann im Jahr 1890 und der Bau der Gebäude dauerte etwa 3 Jahre. Die meisten Gebäude wurden vor der Eröffnung der Ausstellung im Mai 1893 fertiggestellt. Also, wie ihr seht, die Gebäude hier wurden alle in 3 Jahren gebaut. 1890 bis 1893. Temporäre Gebäude. Viele der Gebäude, darunter einige der imposantesten, waren temporäre Strukturen, die aus Holz und Gips gefertigt waren. Sie wurden nach Abschluss der Ausstellung abgerissen. Ja, alles nur Holz und Gips. Es gab aber auch ein paar dauerhafte Gebäude. Einige der dauerhaften Gebäude, wie das Art Institute of Chicago und das Field Museum of Natural History, waren nach der Ausstellung weiter genutzt und sind heute wichtige kulturelle Institutionen in Chicago. Ich persönlich sehe keinen Unterschied zwischen diesen dauerhaften und temporären Gebäuden, aber ja, das überlasse ich euch. Die Weiße Stadt. Die beeindruckenden neoklassischen Gebäude, die als Weiße Stadt bekannt waren, waren größtenteils temporäre Bauten. Sie wurden nach der Ausstellung abgerissen, obwohl einige der Architekturelemente in anderen Bauwerken wiederverwendet wurden. Nach dem Ende der Weltausstellung von 1893 wurden viele der temporären Gebäude abgerissen oder verkauft, um Platz für die Stadtentwicklung zu schaffen. Einige der dauerhaften Gebäude wurden umgewandelt und für andere Zwecke genutzt. Ja, interessant. Alles nur temporäre Holz- und Gipsgebäude. Sieht gut aus. Ja, zur selben Zeit der Weltausstellung ist auch ein Artikel aufgetaucht. Da haben sich ein paar Deutsche zu Wort gemeldet und an die Universität in Chicago gewandt, denn sie hatten eine Karte gefunden. Ich zitiere aus dem Artikel. Chicago oder Chilaga auf einer alten Karte. Erstes Auftreten des Namens im 17. Jahrhundert. Präsident Harper der Universität von Chicago hat kürzlich eine skurrile Weltkarte erhalten. Auf dem Rahmen befindet sich eine vergoldete Platte mit einer deutschen Inschrift, die übersetzt bedeutet: Das älteste Auftreten des Namens Chicago Chilaga auf einer gravierten Marmortafel, hergestellt vom Hofschreiner Hans Schieferstein im Jahr 1615. Königliches Historisches Museum in Dresden. Diese Karte wurde Präsident Harper von Dr. Charles Richter, dem kaiserlich-deutschen Vertreterkommissar, auf der Weltausstellung überreicht. Der folgende Begleitbrief begleitet die Karte. W. R. Harper, Präsident der Universität of Chicago. Sehr geehrter Herr, während der frühen Vorbereitungsphasen der Expositionsbauarbeiten wurden Bemühungen unternommen, hauptsächlich auf Anregung von Herrn Curtis Karten zu sammeln. Wenn diese Vermutung richtig ist, ist es wahrscheinlich, dass auf dieser Karte der Name Chicago in seiner ursprünglichen Form zum ersten Mal erscheint. Herr Professor Graf aus Dresden, in Sachse, der reges Interesse an den Forschungen gezeigt hat, die die Weltausstellung von Chicago und die historischen Ereignisse, die ihrer Existenz zugrunde liegen, so kraftvoll vorangetrieben haben, hat auf unsere Bitte hin eine fotografische Reproduktion der betreffenden Karte arrangiert. Und als Vertreter dieser Kommission und im Namen von Herrn Professor Graf habe ich nun die Ehre, Ihnen eine Kopie derselben zu überreichen, mit der Bitte, ihr einen angemessenen Platz in Ihrer Universität zu geben und in der Hoffnung auch, dass sie in gewisser Weise das warme Interesse zeigt, das Deutschland schon in jener weit zurückliegenden Zeit der Geschichte gezeigt hat. Ich hoffe, dass Sie dieses kleine Zeichen der Anerkennung im Geiste annehmen werden, indem es gegeben wird, als Ausdruck der Wertschätzung,
wenn auch unzureichend, für die energischen Bemühungen, die zur Verbreitung von Wissenschaft und Bildung durch KAGOR-Einrichtungen im Allgemeinen und ihre Universität im Besonderen unternommen werden und als Ausdruck des Interesses, das deutsche Wissenschaftler genommen haben. Das war ein Artikel aus der Tribune. Es gab auch einen Antwortbrief, ja, von Herrn Gunther, und da steht drinne: In der Tribune erschien kürzlich eine Karte, die an Präsident Harper der Universität von Dr. Charles Richter, dem repräsentativen Kommissar des Kaiserreichs, gesandt wurde und angeblich das älteste Vorkommen des Namens Chicago, also Chilaga, darstellen soll, nämlich im Jahr 1615. Da niemand diese Annahme in Frage stellt, bin ich offen und sage, dass sie zweifellos in jeder Hinsicht falsch ist. Es ist wahr, dass das sogenannte Chilaga auf dieser Karte genau dort markiert ist, wo sich die wunderbare Stadt heute befindet. Aber im Gegenteil ist das Land als Mexikaner gekennzeichnet. Ebenso ist der sogenannte St. Louis River nicht so weit südlich. Dieser Fluss war zu dieser Zeit gut bekannt und sollte auf der Karte oben stehen. Daher ist dies auch eine abwegige Annahme. Es ist offensichtlich, dass niemand Chicago an einem Fluss in Mexiko einzeichnen würde. Wenn Chicago an einer Kette von fast 1000 Meilen langen Seen liegt und diese Seen vollständig auslässt, um es an einem Fluss in Mexiko zu platzieren. Nun, es ist eine historische Tatsache, dass die ersten Erkundungen des Lake of Illinois, heute als Lake Michigan bekannt, im Jahr 1673 stattfinden, als Marquette und Joliet ihre ersten Reisen in diese unbekannten Gebiete unternahmen, über ein halbes Jahrhundert, nachdem diese Karte von 1615 erstellt wurde. Ja, dann sagt er noch weiter, dass irgendwie Chilaga nicht Chicago ist und eigentlich Chilapa bedeutet, was irgendwo in Mexiko liegen sollte. Ja, das macht aber wenig Sinn, denn ja, vieles hieß Mexikaner. Und in Mexikaner war auch Chilaga drin und nicht Chilapa. Also ein paar Informationen, die er in diesem Brief gibt, die stimmen einfach nicht. Also in dem Antwortbrief, die stimmen so nicht. Und daher ist das alles ein bisschen wischiwaschi, um das mal so zu sagen. Zumal Chilaga auf der MacGregor-Karte genau dort eingezeichnet ist, wo Chicago liegt. Also es gibt auch andere Karten, wo Chilaga und Chicago deckungsgleich sind. Ja. Was haltet ihr davon? Ist Chicago die weiße Stadt Chilaga oder sind das unterschiedliche Sachen? Liegt Chilaga wirklich in Mexiko und ist Chilapa? Eventuell finden wir es raus, aber so wie es aussieht, haben die Deutschen das schon damals gewusst und ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, Professoren im Deutschen Reich, die ja, Führende waren in Wissenschaft und Technik, man muss sich nur mal mit dem Kaiserreich aus dieser Zeit beschäftigen, glaube ich nicht, dass sie so leichtfertig für so eine große Veranstaltung wie die Weltausstellung da falsche Informationen weitergeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geprüft wurde und in gutem Glauben an Chicago, an die Universität gesandt wurde. Ja, ihr könnt mich ja in den Kommentaren wissen lassen, was ihr davon haltet. Für mich ist es eine ziemlich Wischiwaschi-Anfrage. Ich vertraue da eher den geistigen Fähigkeiten der Deutschen und gehe mal stark davon aus, dass hier Chilaga deckungsgleich mit Chicago ist. Zumal es nicht nur auf der Karte von 1615 auftaucht, sondern auch auf anderen Karten. Dass sich die Seenlandschaften dort in irgendeiner Art und Weise geändert haben, das kann durchaus passiert sein. Dafür haben wir ein paar andere Videos auf meinem Kanal, wo das erklärt wurde mit den verschiedenen Bodenepochen. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut mal in die Beschreibung. Ansonsten bis bald.